erste Tag eines neuen Miteinanders und es wird keine vergangenheitsbezogene Taktik oder Ähnliches geben. Wir stehen zu dem gemeinsamen Miteinander, das wir auch vor der Wahl gefordert haben und hoffen, das gemeinsam mit aller Parteien künftig in den Vordergrund stellen zu können. Allen Parteien den Zugang zu den Gemeindemedien zu ermöglichen, die Gehaltserhöhung für den Vorstand zurückzunehmen und alle Parteien in Veranstaltungen einzubeziehen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Damit diese Einbeziehung nicht nur eine Ankündigung bleibt, lade ich die SPÖ als traditionellen Veranstalter des Maibaumsaufstellens hiermit ein, einen Festredner zu benennen und gemeinsam mit allen Vorstandsmitgliedern und Fraktionsführern die Begrüßung durchzuführen. Bei der Erstellung der Ausschüsse haben wir versucht, ein erstes Zeichen zu setzen und auch hier möchte ich alle Parteien einladen, bis zu konstituierenden Sitzungen Vorschläge für die Vorsitzenden zu machen, denn es ist in unserem Interesse auch hier eine Durchmischung aller Parteien zu leben, um von Anfang an ein Zeichen zu setzen, dass wir gemeinsam arbeiten wollen. Diese neue Situation ist für uns alle nicht einfach. Ich bitte euch, das Gemeinsame jetzt in den Vordergrund zu stellen, damit wir die nächste Periode gemeinsam arbeiten können. Danke und wünsche einen schönen Abend.